Kroni, das Dorf des Seevolks. Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Enderdor zu einem neuen Part. Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Ja. Ich würde mal sagen, erkunden wir mal die Insel. Und das Sein auf dem Dorf des Seevolks und ja, auf der Gegend im Meer. Das Inselleben werden wir heute erforschen. Ein Herrschersticker. Sehr schön. Du ziehst den Herrschersticker ab und nimmst ihn mit. 58 habe ich schon. Gucken wir erstmal hier vorbei. Hausboot. Was gibt's denn da zu erkennen? Mit dem Malen hat unsere Tochter Matsurika überhaupt erst wegen Snubbel angefangen. Als ihm ein Porträt zeigte, war es dermaßen außer sich vor Freude, dass es mit dem Bild im Maul umherrannte, bis es völlig zerknüllt war. Matsurika hat das aber leider missverstanden und dachte, Snubbel fand das Bild schlecht. Ja, interessante Geschichten hier. Auf dem Hausboot. Na denn. Hier ist Matsurikas Malatelier oder so, was ähnliches zumindest. Matsurika, die kenne ich, ja. Pokémon Sonne, da hat man sie mal kennengelernt. Schön. Ein Carpador. Ist das ein Carpador-Boot? Scheint ein Carpador-Boot zu sein. Und da gibt es noch was zu sehen. Noch ein weiteres Hausboot und noch ein weiterer Herrschersticker. 59 haben wir schon. Rein da. Ja, die wohnen hier auf Booten. Auch eine schöne Sache. Ich würde die Schalke einladen, in meinem Angebot zu stehen und etwas zu kaufen. In Hinsicht sieht es aber leider gerade schlecht aus. Pi. Das ist mein Träger Partner Penny, das Penny-Park. Es lief zu mir fleißig und übernimmt seinem großen Schnabel die Auslieferung für mich. Penny. Ich reise mit ihm eigentlich von Insel zu Insel, um meine Waren hier und da zu verkaufen. Wir sind jetzt aber schon eine ganze Weile hier auf Pony und mittlerweile ist es ziemlich schlecht um meine Vorräte bestellt. Dementsprechend schlecht laufen natürlich auch Geschäfte. Es ist Penny. Und vergießt deswegen schon die ein oder andere Träne. Ja, so sieht's aus. Hey, das war dein Stichwort. An dieser Stelle musst du zu weinen anfangen. Du bist ja ein schöner Partner. Immer macht Pili wachsen, aber das soll jetzt nicht mein Problem sein. Danke für deinen Besuch. Ich lasse dich natürlich nicht mit leeren Händen gehen. Magmaisierer. Na, okay. Stromisierer. Hier, ein Magmaisierer und ein Stromisierer. Ja, ganz im Ernst. Ich weiß, das ist ein großartiges Geschenk. Aber so bin ich eben. Ist doch so, Pedi, oder? Er schweigt. Mensch, Pedi, du hast schon wieder den einen Ansatz verpasst. Da musst du noch vor Rührung losheulen. Und ich dachte, wir wären Partner. Ja. Okay. Haben wohl was eingeübt. Wer um die Welt reist, lernt dabei allerlei Menschen und Pokémon kennen. Hättest du Lust, das Fossil-Pokémon Aerodactyl mit auf deine Reise zu nehmen? Wieso nicht? Hier krieg ich ein Pokémon geschenkt. Aerodactyl erhalten. Okay. So schaut's aus. Registriert ist es im Pokédex. Mal gucken, was das kann. Und wenn nicht, wird er wieder rausgekickt. Aerodactyl ist ein sehr schnelles Pokémon. Das musst du im Kampf unbedingt ausnutzen. Dankeschön. Das ist sehr nett.
dir ein Pokémon geschenkt zu bekommen. Wenn wir hier nicht reingegangen wären, Sister, hätten wir das nicht gefunden. Dann hätten wir hier kein Aerodactyl geschenkt bekommen. Und weiter geht's. Ah, Lee mit ein bisschen Story-Sequenz. Willkommen. Ach, das Matsurika dort hinten. Huch. Wie spreche ich die denn jetzt? Wer bist du und was machst du hier, wenn ich fragen darf? Ich bin Matsurika. Ich bin Captain hier. Matsurika? Matsurika, freut mich, dich kennenzulernen. Kommen wir gleich zum Thema. Seid ihr bereit für meine Prüfung? Prüfung? Nein. Kommt gar nicht in Frage. Also zumindest ich nicht. Zhangfei ist zwar momentan auf Insellandschaft, aber wir sind eigentlich hier, um den Inselkönig zu besuchen. Den Inselkönig? Da kommt ihr zu einem schlechten Zeitpunkt. Am besten stattet ihr erst mal der kleinen Hapu-U einen Besuch ab. Na sowas? Hapu-U ist also auch hier auf Pony. Vielen Dank. Du hast uns sehr geholfen. Ich würde gerne die Prüfung machen. Also, Lady, kann ich? Darf ich? Komm, Zwergfee. Ich kann es kaum erwarten, Hapu-U und ihr Pampros wieder zu sehen. Ja. Darf ich trotzdem die Prüfung machen? Den Inselkönig. Da kommt ihr zu einem schlechten Zeitpunkt. Am besten stattet ihr erstmal der kleine Hapu-U einen Besuch ab. Ja, okay. Und das ist ihre Prüfungsstätte. Ich mache nur mal kurz Doki Doki. Ah, okay. Schöne Prüfungsstätte. Ist ein Restaurant oder was? Willkommen, willkommen. Ein Tisch für eine Person. Nein, danke. Ich mach's weiter. Gib bitte zuerst deine Bestellung auf, bevor du im Obergeschoss weitergehst. Ja, ist ja gut. Ich bin ja schon weg. Dann suchen wir mal Hapu auf und ja, bei der geht's dann hoffentlich weiter in der Story. So, erstmal ins Pokémon Center, das Pokémon Team heilen. Und dann mal schauen, wie es weitergeht, wo wir weiterkommen hier. Und gab es hier nicht mal Läden und Shops hier am Steg? Du ziehst den Herrschaftsticker ab und nimmst ihn mit. Du hast insgesamt 61 Herrschaftsticker gesammelt. Schön, schön. Was ist hier? Kannst du mir sagen, was hier ist? Sag mal, willst du mein Charlellos haben? Wenn du mir dafür einen Granbull gibst, gehört es dir. Ich habe leider keinen Granbull, tut mir leid. Dann heißt es jetzt wohl Abschied nehmen. Aber melde dich, falls du dich umentscheidest. Ah, hier kann man also einen Charlellos bekommen. Schön, schön. Ich kann mich daran erinnern, dass es hier Läden gab im Steg. Zum Beispiel einen Klamottenladen. Ja, was soll's. Weiter geht's. Und dann halt auf in die Wildnis. Holla. Bin ich mit meinem Brillengestell gegen die Kamera gestoßen. Kommt vor. Ich werde versuchen, mit dir Schritt zu halten, Zwergfee. Ich schaffe das schon. Immerhin habe ich ja einen Topschutz dabei. Außerdem bist du ja auch noch hier, Zwergfee. Ja, dann durch die Wildnis auf zu Hapu-U. Ich weiß sogar, wo es lang geht. Nicht ungefähr hier entlang. Durchs hohe Gras geht's. Wildes Pokémon erscheint. Das ist ein Pedipier. Danke, kein Interesse. Danke, aber nein, danke. Ein Pedipier will ich nicht in meinem Team haben. Nein, nicht nötig. So, aber wie wäre es denn mal, wenn ich das neue Pokémon teste? Das neue Teammitglied könnte doch sich mal an diesem Pedipier versuchen. Lenny, komm zurück! Los, Dragon! Das habe ich jetzt Dragon genannt. Nice. Der Zwinger von Dragon wirkt. Das sieht auch irgendwie aus wie ein Dragon und ja. Da habe ich auch einen weiteren Moderatoren hier im Team vertreten. Keine Hilfe aufgetaucht. Haha.
Dann setzen wir mal antike Kraft ein. Hm, hat gute Attacken. Ich sehe es schon. Und ist Level 40 bereits. Also ja, könnte man sehr gut ins Team integrieren. Könnte etwas bringen. Nicht schlecht, also. Er heilt sich selbst. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber... So. Agilität, Knirsche und Brüller hätte er noch dazu. Wenn antike Kraft nicht mehr wirkt oder es nicht mehr bringt, aus irgendwelchen Gründen. Na, heilt sich wieder selbst. Ach komm, die Scheiße müssen wir jetzt hier nicht mitmachen. Das dauert mir zu lang. Können wir einfach fliehen? Danke. Muss dann auch nicht unbedingt sein. Ein Item. Tabtrank gefunden. Na dann. Weiter durchs hohe Gras. Richtung Osten. Da, wir laufen auf der Karte Richtung Osten. Um zu Hapu zu kommen. Oh, das kenne ich doch. Das Fischdingens. Das hatte ich doch mal im Team. Iskana. Izzy. Ja, Izzy war nicht lange im Team, aber... Sie waren im Team. Finsterstein. Hui. Können wir mal bei Gelegenheit gleich mal dem Dragon mal einen Z-Stein geben, wenn wir einen haben. Typ Unlicht kann er tragen. Ja, das passt zu ihm. Typ Unlicht ist es also. Aerodactyl Typ Unlicht. Hm. Gut, dass wir es wissen. So, da haben wir einen Granbull. Nicht alles täuscht. Können wir trotzdem fliehen? Ich würde ungern gegen einen Granbull kämpfen. Flucht! Du musst entkommen. Schön, schön. Und weiter. Koch hat uns verfehlt. Herrschersticker, Herrschersticker. Ja, damit. 62. Würden immer mehr. Herrschersticker werden immer mehr. Und da sehe ich schon das nächste. Und das Hapu. Nein, sein Pampros. Ja, Pampros. Ich freue mich, auch dich wiederzusehen, Pampros. Schön, dass es dir gut geht. Ach ja, Pokémon-Trainer sind wirklich beeindruckend. Nicht nur, dass sie auf dem Weg an die Spitze zahlreiche Hindernisse zu bewältigen haben. Nein, sie werden auch oft genug Zeuge davon, wie sich die eigenen Pokémon verletzen. Aber zusammen überwinden sie alle Schwierigkeiten. Ah, da kommt Hapu mit dazu. Na sowas, lange nicht gesehen, wie Zwergfee. Und Lee, hast du auch mitgebracht? Ja, es freut mich, dich zu sehen, Hapu. Du siehst irgendwie ganz anders aus als sonst. Viel energischer und voller Tatendrang. Danke, Hapu. Ja, das siehst du ganz richtig. Vor dir steht eine völlig neue Lilly. Ab jetzt gebe ich alles. Das ist meine ganz eigene Interpretation der Selbstkraft. Oh. Deine ganz eigene Interpretation der Z-Kraft, sagtest du. Das wäre dann sozusagen die L-Kraft. L, wie Lilly. Ach nee. Sag, Hapu, weißt du, wo wir dir den Inselkönig finden können? Den Inselkönig? Tja, das wirst du auf Pony leider kein Glück haben. Hier gibt es keinen Inselkönig. Was? Das ist wirklich ärgerlich. Was machen wir denn nur, Zwergfee? Keine Sorge, ich weiß, wie wir vielleicht weiterkommen. Kommt, machen wir uns auf zu den Ruinen. Und du auch, Lilly. Pampro! Na dann, und den Herrschersticker sammeln wir später ein, oder was? Schaut so aus. Zwergfee, es hilft alles nicht. Gehen wir. Du als Trainer bist ja sowieso allzeit bereit für das nächste Abenteuer, nicht wahr? Wer kommt denn da? Unbekanntes. Huch! Trainerin. Wer sind Sie denn? Ho, ich bin Hapus Großmutter. Ihr zwei seid Freunde meiner Enkelin. So ist es. Oh, sie hat also tatsächlich Freunde gefunden. Hallo, da sind Sie bereit, neue Freundschaft zu schließen. Ihr könnt euch wirklich glücklich schätzen.
Aha, wer ist denn das? Kannst du mich bekannt machen mit ihm? Wenn ihr zwei euch jetzt auf den Weg zu den Ruinen macht, kann ich euch dabei noch ein wenig behilflich sein. Gib mir noch mal ein Pokémon-Mobilfunkgerät. Hier hast du. Jetzt klaut sie es und rennt weg. Hui! Mach um, ich kann nun per Pokémon-Mobilfunk herbeigerufen werden. Mich dann auf seinen Armen. Um den Weg freizulegen, werden wir ein paar große Steinböcke beiseite räumen müssen. Ich wünschte euch beiden einen Strahl der Zukunft. Danke, Oma von Habu. Habu ist schon zu den Ruinen der Heimkehr aufgebrochen. Folgt einfach dem Weg, bis ihr die Felsenküste von Pony erreicht. Das könnt ihr nicht verfehlen. Die Farbe des Bodens ist dort einfach mal dunkel. Einfach mal dunkel ist das Ding. Wie kann's nur? Einfach mal dunkel geworden, der Boden. Dann noch ein bisschen weiter und schon stoßt ihr auf die Ruinen. Haben Sie vielen lieben Dank für Ihre Hilfe. Die Ruinen der Heimkehr. Das ist der Ort, an dem sich Ponys Schutzpatron Kapu Kime aufhält. Lasst uns am besten gleich aufbrechen. Jo, da geht's lang. Okay, ich kassiere nur mal den Herrschersticker ein und dann komme ich nach. Am besten gleich auf den Schultern von, auf den Armen natürlich, von Machomai. Auf den Schultern wäre ein bisschen ulkig. So. Machomai, auf geht's. Trag mich ans Ziel. Ja, so sieht's aus. Und dort entlang. Ja, achso, runter, da müssen wir. Da müssen wir runter. Felsenküste von Pony. Scheint so, als wären wir gleich da. Da sind wir schon. Das sieht doch schon spitze aus. Die Ruinen der Heimkehr. Dann lass mich mal wieder runter. Glaube ich zu Fuß, oder? Ja, ich denke. Das kriege ich hin. Zu Fuß hier den felsigen Weg hinunter. Da ist auch schon Hub, oder? Zumindest. Die Ruinen der Heimkehr. Die Atmosphäre an diesem Ort ist so beklemmend. Vielleicht geht es wirklich besser, wenn es in den Ruinen ist. Kapu Kime, der Schutzpatron der Ruinen der Heimkehr, kann angeblich alles Unreine mit einem geheimnisvollen Wasser läutern. Dann hoffe ich mal das Beste. Genau, positives Denken ist der Schlüssel zum Erfolg, Zwergfee. Ich werde jetzt jedenfalls alles tun, damit mein kleiner Freund hier wieder gesund und munter wird. Pampros will das auch tun. Nur noch ein klein bisschen Geduld, Wölkchen. Diesmal werde ich dich retten, warte nur ab. Also Zwergfee, dann wollen wir mal reingehen. Drin, auf geht's, rein da. Die Funk steht da aus, aber ja. Im Moment nur ein Tempel. Um den Weg freizugeben, wo werdet ihr ein paar große Steinblöcke beiseite räumen müssen. Das war es doch, was Hapus Großmutter gesagt hat. Ich krieg das so alleine nicht hin. Also ich schaffe das auf keinen Fall. Diese Steinblöcke sind unbeschreiblich schwer. Aber ich kenne wen, der das machen kann. Das ist ein Job für Machomai. Wenn mich nicht alles täuscht, dann stand in einem Buch etwas Folgendes. Drücke vor Steinblöcken auf den B-Knopf, um den Machomai-Stoß zu aktivieren. Wenn du den Weg frei hast, solltest du auch nach draußen gehen und frische Luft schnappen. Danach kannst du alles nochmal von vorne beginnen und einen neuen Versuch starten. Machomai, komm her! Ich sagte, Machomai. So geht's. Ich würde sagen, als Ernstes das da. Oder? Wir machen was am dümmsten. Wir brauchen den Stein dort rein. Das heißt, wir schieben erstmal den hier ein bisschen nach hinten, oder? Wir können es ja dann nochmal neu machen. Schieb, schieb, schieb! Und den erstmal nach hinten packen. Eventuell ist dann was blockiert, aber. Ich brauche erstmal hier ein bisschen. So, die können wir dann auf jeden Fall dort rein packen. Vielleicht ist er dann auch fest. Das ist nur das
versauen. Kann ja sein. Oder müssen wir ganz nach vorne packen? Ganz nach vorne beginnen. Scheint auch schon der richtige Weg zu sein. Da können wir jetzt rüber. Ja, ist doch richtig. Alles super. Kleines Rätsel gelöst. Und da ist schon der Schrein im Inneren. Ich habe mich ein wenig über die Ruinen in Aluna sowie die Schutzpatrone, denen dort gehuldigt wird, schlau gemacht. Offenbar ist es alles andere als leicht, ihnen zu begegnen, da sie sich immer dort aufhalten, wo es ihnen gerade gefällt. Doch es heißt auch, dass sie sich einem manchmal offenbaren, wenn man sie in einen diesen Ruinen beschwört. Also dann mal. Darauf kann man sich jedoch nicht verlassen. Meine Quellen zufolge sind die Schutzpatrone völlig unberechenbar. Das wird wohl auch die Erklärung dafür sein, dass sich an Wölkchens Zustand nichts geändert hat, als wir in die Ruinen kamen. Huch, das ist doch Hapu. Was macht die da oben? Magische Sachen. Sie beschwört den Geist von Hapu herbei. Nein, nicht Hapu, von dem Inselpatron. Hapu ist sie ja selbst. Dein Vertrauen ehrt mich. Dafür schulde ich dir meinen Dank. Als Inselkönigin werde ich mich unermüdlich für die Inselbewohner einsetzen und zwar für die Menschen und Pokémon gleichermaßen. Wer ist jetzt ein Captain? Oh, ihr habt mir zugesehen. Der Inselkönig bzw. die Inselkönigin wird vom Schutzpatron der jeweiligen Insel ausgewählt. Ach, zum Inselkönig ist sie geworden, nicht zum Captain. Jeder Bewohner der Insel kann dazu auserkoren werden. Sagt Zwergfee. Ich habe von Lilly gehört, dass du erst kürzlich nach Aurora gekommen bist. Und das von ziemlich weit weg, oder? Dennoch hast du gleich einen Glitzerstein bekommen. Das ist schon etwas Besonderes. Die Ehre, zum Inselkönig ernannt zu werden, wurde meinem Großvater übrigens auch zuteil. Leider verstarb er plötzlich vor einigen Jahren. Und so hatten wir lange Zeit keinen Inselkönig auf Pony. Ich war zwar bereit, seinen Nachfolger anzutreten, wurde damals aber nicht dazu gewählt. Darum beschloss ich, ähnlich wie bei einer Inselmannschaft herumzuziehen und fleißig zu trainieren. Lilly, du wolltest doch der Inselkönigin eine Frage stellen, oder? Das kannst du nun tun, denn sie steht direkt vor deiner Nase. Na dann, Inselkönigin Hapu. Ich würde von dir gerne etwas über das legendäre Pokémon erfahren. Talit wieder ein bisschen. Ja, sie Talit. Du möchtest also etwas über Alunala wissen, dem wir am Mondscheinpodium huldigen? Nun, so ist es. Meine Mutter ist in eine weit entfernte Welt aufgebrochen, in der ein beängstigendes Pokémon namens Necrozma lebt. Das ich übrigens immer anders spreche. Aus diesem Grund müssen wir nach. Dafür will ich die legendäre Pokémon um seine Hilfe bitten. Ich bräuchte seine Kräfte, um zwischen den Welten hin und her reisen zu können. Ich verstehe. Eine Welt, in der furchterregende Pokémon leben. Mein Großvater hat mir früher von Löchern am Himmel erzählt, die in andere Welten führen. Ich schätze, dabei handelt es sich um diese Welten. Also gut, ich werde dir erzählen, was ich weiß. Vielen Dank, Hapu. Achso, das ist Lilly. Vielen Dank, Hapu. Es ist aber nicht viel. Ich weiß nur, dass man am Podium ein Ritual für das legendäre Pokémon abhalten muss. Ein Ritual, bei dem man zwei Flöten erklingen lässt, um den legendären Pokémon irgendwie in Kraft zu schenken. Das hier ist die Sonnenflöte. Anscheinend war sie im Besitz meiner Mutter. Oh, das sieht sehr aus wie die Flöte aus dem See, aus Ula Ula. Die andere befindet sich auf Kokowaya Island. Ich weiß zwar nicht, warum sie gerade an jenem Ort zu finden ist, aber der Überlieferung nach gehört sie dorthin. Kokowaya Island, ich erinnere mich dunkel darüber gelesen zu haben.
Wenn mich nicht alles täuscht, ist das eine unbewohnte Insel vor der Küste von Pony. Sprecht ihr jetzt alle gleich, aber was soll es? Na dann, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Auf zum Dorf des Seevolks. Ihr solltet mit Mazurika sprechen. Lilly, du kannst auf Pampros reiten. Na dann. Kommen wir uns auf den Weg zurück. Ich würde sagen, im nächsten Part geht's dann. Kokowai Island. Danke, Hapu. Und danke, Pampros. Dafür sind Freunde doch da. Freunde? Ein so talentierter Trainer wie Hapu betrachtete mich als Freundin. Danke, Hapu. Ich bin froh, dich kennengelernt zu haben. Sprecht am besten mit Mazurika, wenn ihr nach Kokowai Island wollt. Sie kann bestimmt ein Boot für euch auftreiben. Ich wünsche euch eine gute und sichere Reise. Pampro! Ich hätte gerne einen Friseur. Ich würde nämlich gerne meine für die nächste Insel ändern. Das kann ich auch offscreen machen, kann ich ja meinen Look ändern und hier zurückkommen auf die Insel. Im nächsten Part geht's hier weiter links. Geht's dann zu der Dame, die uns auf die nächste Insel, auf Kokowai Island bringen will. Und das machen wir im nächsten Part. Ich habe den Namen gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meiner Kanalseite seid und gar kein weiteres Video mehr mit dem Zwangfest verpassen wollt. Im nächsten Part mit neuem Look. Seid gespannt. Habt noch einen angenehmen Tag, gehabt euch wohl. Ciao, ciao, man sieht sich. Bis denn.